Hallihallo! Im letzten Video haben wir die momentane Geschwindigkeit berechnet und nun kommen wir zur momentanen Beschleunigung. Nach diesem Video kannst du die ganze erste Seite des Arbeitsblattes ausfüllen. Wir starten gleich. Hier nochmal die Weg-Zeit-Funktion und eingezeichnet, wie wir die momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich 3 berechnet haben. Wir haben eine Tangente an die Wegfunktion gelegt und die Steigung dieser Tangenten berechnet. Das kann man, indem man die Wegfunktion einmal ableitet, hier nach der Zeit. Ich halte es oben in der Ecke fest. Momentan Geschwindigkeit war v von t und ist dasselbe wie s' von t. Nun kommen wir zur momentanen Beschleunigung, a von t. Wir kennen Beschleunigung, diesen Begriff kennen wir aus der Alltagssprache. Wenn wir beschleunigen, meinen wir, dass wir schneller und schneller werden. Allerdings gibt es in der Physik auch negative Beschleunigung. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit dann immer kleiner und kleiner wird. Das ist zum Beispiel beim Bremsen der Fall. Dort werde ich langsamer und langsamer. Das heißt, wenn ich bremse, habe ich eine beschleunigte Bewegung, allerdings mit einer negativen Beschleunigung. Was aber immer gleich ist, ist eine Beschleunigung vorhanden, ändert sich die Geschwindigkeit. A von t ist also die erste Ableitung der Geschwindigkeitsfunktion nach der Zeit. Und in der ersten Zeile hier sehen wir, das hängt zusammen mit der Wegfunktion. V' von t ist s2' von t. Jetzt können wir uns noch überlegen, was ist die Einheit der Beschleunigung? Wir wollen ja wissen, wie sich die Geschwindigkeit in einem Zeitintervall verändert, also wie sich die Kilometer pro Stunde pro Stunden verändern. Das schreiben wir genauso auf, Kilometer pro Stunde pro Stunde, und das ergibt dann Kilometer pro Stunde Quadrat. Rechnest du mit Meter pro Sekunde, willst du wissen, wie schnell sich die Meter pro Sekunde verändern. Wir haben also Meter pro Sekunde Quadrat als Einheit für die Beschleunigung. Wir schauen uns jetzt noch die Krümmung der Wegfunktion an. Überleg dir kurz, warum die Krümmung für uns jetzt interessant sein könnte, wenn wir die momentane Beschleunigung berechnen wollen. Die Krümmung ist deshalb für uns interessant, weil das Vorzeichen der Krümmung immer dasselbe ist wie von der zweiten Ableitung der Wegfunktion hier, beides mal. Und die zweite Ableitung entspricht der Beschleunigungsfunktion. Das heißt, wir wissen mit der Information der Krümmung, ob wir eine positive oder negative Beschleunigung haben. Schauen wir uns das gleich mal am Funktionsgraphen an. Wir haben hier s von t, beginnen bei t gleich 0, gehen den Funktionsgraphen entlang bis zu t gleich 2 und haben eine positive Krümmung. Zur Erinnerung, man kann sich das mit Smileys merken, indem man Punkte zu den Funktionsgraphen zeichnet. Hier eine positive Krümmung und eine negative Krümmung. Man muss nur aufpassen, es kommt nicht immer der ganze Teil des lächelnden Mundes vor, es kann noch einmal nur ein Teil davon vorkommen. Wir gehen weiter von t gleich 2 bis t gleich 7. Hier ist die Krümmung negativ und ab dann ist die Krümmung wieder positiv. Das heißt, Krümmung positiv, wir erinnern uns, zweite Ableitung positiv, das heißt Beschleunigung positiv. Wir erinnern uns auch, Beschleunigung positiv heißt, die Geschwindigkeit wird größer. Größere Geschwindigkeit bedeutet, wir legen mehr Weg zurück. Und genau das alles können wir in diesem Funktionsgraphen sehen. Hier verläuft die Funktion, die eben den zurückgelegten Weg anzeigt, sehr flach, wird dann aber steiler. Wir legen also mehr Weg zurück, deutet auf eine größere Geschwindigkeit hin. Und die Geschwindigkeit wird hier deshalb größer, weil wir eine positive Beschleunigung haben. So geht das. Jetzt können wir Aussagen machen. Schauen wir uns einfach den Punkt B an. Bei t gleich 3 haben wir eine negative Krümmung. Das heißt, die Beschleunigung hier ist auch negativ. Ich halte es fest, a von t ist kleiner 0 für t gleich 3.
Ich kann diese Aussage auch tätigen für Intervalle, obwohl die Momentanbeschleunigung einen Wert zu einem Zeitpunkt angibt, kann ich aber, wenn mir auffällt, dass in einem Intervall alle Beschleunigungswerte positiv sind, kann ich sagen, dass die Beschleunigung in diesem Intervall positiv ist. Schauen wir uns das Intervall 3, 7 an. Und in diesem ganzen Intervall ist die Beschleunigung negativ. Wir halten fest, a von t kleiner 0 für alle t, die sich in diesem Intervall von 3 bis 7 befinden. Fassen wir zusammen. Die zweite Ableitung der Wegfunktion nach der Zeit ist dasselbe wie die erste Ableitung der Geschwindigkeitsfunktion und das ist die Beschleunigung. Diese ist kleiner 0 für das Intervall 3 Stunden bis 7 Stunden. Physikalisch interpretiert, zuerst einmal, was das bedeutet. Das bedeutet, die Beschleunigung ist negativ in diesem Intervall. Schreiben wir auf. Im Intervall 3 Stunden bis 7 Stunden ist die Beschleunigung negativ. Und nun, was bedeutet das, wenn die Beschleunigung negativ ist? Es bedeutet, dass die Geschwindigkeit kleiner wird. Im Intervall 3 Stunden bis 7 Stunden wird die Geschwindigkeit kleiner. Wie ich vorhin kurz angedeutet habe, kann man die Beschleunigung auch für einen Zeitpunkt angeben. Nehmen wir t gleich 3. Ich schreibe das der Vollständigkeit halber auch auf. Zum Zeitpunkt t gleich 3 ist die Beschleunigung negativ. Gut, dann nichts wie los. Bei dir ist es sogar noch leichter auf dem Arbeitsblatt. Nämlich im ganzen Intervall ist die Funktion, die Wegzeitfunktion, gleich gekrümmt. Das heißt, du musst nicht spezifizieren, in welchem Intervall, zu welchem Zeitpunkt. Du kannst einfach sagen, die Beschleunigung ist positiv oder negativ. Dann bis zum nächsten Video.